Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 2026. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich muss nach Linz. Ich habe am Dienstag einen Termin im schönen österreichischen Linz. Und da habe ich mir überlegt, da könnte ich ja am Montag hinfahren mit dem Auto, 1100 Kilometer, dann eine Nacht im Hotel, dann am Dienstag meinen Termin, dann eine Nacht im Hotel und am Mittwoch gemütlich zurückfahren. So habe ich das im Sommer gemacht, da musste ich schon mal nach Linz. Aber dann fiel mir ein, hey Reiko, du bist doch zur 2000. Ausgabe vom Nachtzug nach Hamburg mit der Simi nach Wien geflogen, um dann mit dem Nachtzug nach Hamburg zurückzufahren. Und da sind wir doch über Linz gefahren. Und dann habe ich nochmal schnell im Internet nachgeschaut. Stimmt, genau. Linz, da hält er. Also habe ich umdisponiert und habe mir überlegt, ich fahre mit dem Nachtzug nach Linz. Es ist jetzt 20.29 Uhr. Das Ding fährt wahrscheinlich gleich los. Ja, dann schlafe ich jetzt hier einfach. Morgen früh habe ich dann meinen Termin in Linz und dann lege ich mich wieder in den Schlafwagen und fahre zurück nach Hamburg und bin dann am Mittwochmorgen gut gelaunt und hoffentlich ausgeschlafen wieder in Hamburg. Ja, und jetzt bin ich ja gerade in mein Schlafabteil reingegangen. Mit Simi hatte ich einen Liegewagen. Hier habe ich jetzt zum ersten Mal einen Schlafwagen, so richtig mit Bettwäsche. Und ja, hier liegen Kleiderbügel auf dem Bett und da steht auch eine Tüte. Was ist denn da drin? Ah, das sind so Hotelschlappenschuhe drin. Und da ist aber noch mehr drin. Was ist denn? Ah, eine Flasche Wasser und ein Keks. Oha. Und was haben wir denn hier noch? Ein Waschlappen. Hollalü. Ja, das werde ich gleich mal alles in Ruhe ausbreiten. Ansonsten stehen hier zwei Flaschen Wasser noch. Und hier in der Ecke, was ist denn das? Ein Klappwaschbecken ist das. Eine kleine Ecke. Ich werde, glaube ich, ein paar Fotos machen und bei Instagram reinsetzen. Dann könnt ihr euch das anschauen. Der Zug ist gerade losgefahren. Ich merke, es bewegt sich. Pünktlich sind wir losgefahren. Und ich bin mal gespannt, ob ich dann morgen früh pünktlich in Linz ankomme. Aber ich muss gleich mal noch eine Runde gucken, ob man hier vielleicht auch eine Dusche findet. Auf jeden Fall. Nachtzug fahren ist ja schon ein bisschen aufregend. Aber hier in das erste Mal in so einem noblen, naja, nobel ist es nicht, aber es ist halt ein richtiges Bett. Ein bisschen schmal, vielleicht 80 cm breit. Ich werde alles ausprobieren hier und ich werde es euch wissen lassen. Ja, gerade war die Schaffnerin da und hat mir hier das Abteil ein bisschen erklärt, hat mir den Abteilschlüssel gegeben. Ich kann hier also zumachen mit so einer Codekarte und einen Zettel, wo ich ankreuzen kann, was ich frühstücken möchte. 6 Komponenten inkludiert steht hier und dann gibt es eben Tasse Kaffee, Tasse koffeinfreier Kaffee, Tasse Schwarztee. Aber was ich hier interessant finde, weiter unten bei den Speisen gibt es eine Portion Puten-Saunaschinken. Was ist ein Saunaschinken? Das ist die ganz große Frage und deswegen werde ich eine Portion Saunaschinken nehmen, Puten-Saunaschinken. Und dazu vielleicht noch 2 Stück Gebäck. Das ist eine Zutat, 2 Stück Gebäck. 6 kann ich insgesamt auswählen. Also ich habe jetzt schon Schwarztee, trinke sonst eigentlich immer Kaffee. Aber jetzt habe ich gedacht, nee, heute oder morgen früh soll es doch mal Schwarztee sein. 2 Stück Gebäck, Putensauna, Schinken. Oh, was nehme ich denn noch? Es gibt noch Butter, es gibt Margarine, es gibt Marmelade. Dorbo-Marmelade. Keine Ahnung, was Dorbo-Marmelade ist. Das werde ich also mal ankreuzen, einfach um zu sehen, was ist das, bitteschön. Ja, Putensaunaschinken. Ich komme noch gar nicht drüber weg. Dann gibt es noch Kalbsleber, Streichwurst, Gouda-Schnittkäse. Das hört sich sehr gut an. Den nehme ich mal noch. So, 2 Stück Gebäck habe ich, Marmelade habe ich, Putensaunaschinken habe ich. Gouda, 1, 2, 3, 4, 5 Kreuze habe ich jetzt schon gemacht. Okay, die 6. Zutat mache ich es nicht ganz so. Eine Portion Bircher Müsli Joghurt. Jawohl. Damit sollte ich dann morgen über den Tag kommen. Und den Zettel gebe ich jetzt ab und dann bin ich mal gespannt, wie das Frühstück morgen früh aussieht. Ja, mittlerweile habe ich
hier noch eine kleine Flasche Sekt geschenkt bekommen. So eine Piccolo bekommt hier scheinbar jeder Fahrgast. Und habe die Tüte ein bisschen analysiert. Dieses Goodie Bag von NightJet. Da ist ein Waschlappen drin. Damit kann man sich dann hier in diesem Eckwaschbecken, was hinter diesen Klappen ist, wahrscheinlich ein bisschen frisch machen. Dann so eine Schlafbrille, wie man sie auch aus dem Flugzeug kennt. Dann Ohrenstöpsel, Mineralwasserflasche. Hätte ich mir am Bahnhof gar keine Flasche kaufen müssen. Naja, und dann noch dein Genuss für zwischendurch und unterwegs. Das scheint irgendwelches Knappergebäck zu sein. Aber alles in allem echt nett gemacht. Ich habe auch schon meine Schuhe ausgezogen, habe Hausschuhe angezogen, die es hier auch in diesem als Wegwerfvariante gibt. Und jetzt schleiche ich mal durch den Zug und gucke mir den so ein bisschen an, ob ich da noch irgendwas Tolles, Interessantes finde. Tür kann ich ja zumachen, sodass mein Gepäck hier geschützt ist. Und dann bin ich auch noch gespannt, ob hier noch ein Fahrgast zusteigt, denn es gibt ja keine Einzelabteile, es sind immer Zweierabteile, das ist das kleinste. Und über mir das Bett ist ja noch frei. Ja, Dusche habe ich in der Zwischenzeit gefunden. Der Zug ist nicht mehr so ganz aktuell, schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber alles in allem wirkt das hier sehr gemütlich. Das Personal ist super nett. Ich habe hier eine Schlafwagenschaffnerin. Und jetzt freue ich mich schon natürlich aufs Frühstück. In Hannover steigt noch jemand ein. Das heißt, ich bin heute Nacht nicht alleine in meinem Zweierabteil. Dann werde ich jetzt hier, denke ich mal, das Säckchen aufmachen, was die nette Dame mir ausgegeben hat. Habe mir extra ein Buch gekauft, was ich jetzt lese. Das lese ich dann auf jeden Fall bis Hannover, soweit wie ich komme. Und dann ja, mal gucken, ob das jemand ist, mit dem man quatschen kann oder vielleicht auch nicht. Und dann werde ich mich auch irgendwann ins Bett legen, denn ich muss ja morgen früh ausgeschlafen in Linz ankommen. Also so spätestens 23 Uhr will ich schlafen. Dann habe ich 8 Stunden bis 7 Uhr. Dann werde ich geweckt und dann gibt's Frühstück. Ja, mal sehen, was ich bis dahin noch erlebe. Ja, die Nacht, die war ganz unspektakulär. In Hannover ist noch einer zugestiegen, Ulrich, der hat über mir geschlafen und jetzt stehen hier alle morgens auf dem Gang, etwas schlaftrunken und Frühstück gab es gerade. Da habe ich leider vergessen, gestern Butter anzukreuzen, das wäre auch eine von den 6 möglichen Zutaten gewesen. Ja, nun habe ich halt Brötchen ohne Butter gegessen. Saunaschinken ist übrigens gekochter Schinken. Ich habe da auch ein Foto, das kommt gleich noch zu Instagram rein. Bei Nachtzug nach Hamburg kann man sich das dann bewundern. Und ja, jetzt geht es gut erholt, sehr gut erholt in den neuen Tag. Ich habe exzellent geschlafen. Das Geschuppel war irgendwie, ja, wahrscheinlich wie ein Säugling, der von der Mama hin und her geschaukelt wird. Das hat also zum Schlaf extrem beigetragen. Und 1000 Kilometer weiter südlich wacht man dann einfach wieder auf. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.